herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Trading-Tipp des Tages. Der DAX verschnauft heute etwas, nachdem es ja die letzten zwei Handelstage deutlich nach oben ging. Wir sind seit dem Jahrestief bei 11.450 Zählern um 300 Punkte nach oben gestiegen. Eine Aktie, die in dem Trend natürlich mitgezogen ist und zuletzt auch sehr stark unter Druck geraten war, ist Zalando. Das Thema Mode war ja in den letzten Monaten eines der Horrorthemen, sage ich mal, an der Börse. Zahlreiche Gewinnwarnungen, man sieht es auch bei Zalando. Auch hier hat man vor schwächeren Umsätzen und Erlösen gewarnt, sind massiv abgestraft worden. Zalando im Hoch bei 50 Euro, dann abgestraft. Wie gesagt, bis 30,50 Euro aufgrund der enormen Hitze in diesem Sommer sind die Leute einfach nicht zum Shoppen übergegangen. Aber, und das sieht man auch an den US-Hightechs, die zuletzt etwas unter Druck geraten sind, hier sind immer wieder technische Gegenbewegungen möglich. Ich sage mal hier, wenn man den jüngsten Absturz nimmt vom Bereich 47 bis 30 Euro, also sprich 17 Euro, dann kann man hier durchaus sich vorstellen, rein technisch bedingt, dass wir 50% dieser Abwärtsbewegung wieder aufholen. Das wäre ein Stand von ungefähr 38,50 Euro. Wir notieren aktuell bei 34,40, also das ganze 13% Kurspotenzial, wenn wir, wie gesagt, bis zum 50% Fibonacci Retracement ansteigen. Deswegen auch die Empfehlung, ein Zalando Factor Long unseres Partners Morgan Stanley, MF1, GV1, ist die WKN. Der Schein kostet 2,90 Euro und hat einen Faktor 4. Also ein heißes Produkt, durchaus die Chance auf 5 Euro, wenn die ganze Sache so in den nächsten Wochen aufgeht. Natürlich entsprechend ein hohes Risiko, was man hier eingeht. Deswegen bitte nur etwas Spielgeld einsetzen für diesen Trade. Den Stoppkurs, den würde ich bei 2,40 Euro platzieren. Das war's für heute. Viel Erfolg beim Traden weiterhin und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.